Hallo, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Buchvorstellung. Hinter der Kamera ist die Sina. Hi. Und hier irgendwo steht etwas von Produktplatzierung. Ganz klar, ich stelle ein Buch vor, ist ein Produkt. Ihr könnt in den Buchhandel gehen oder online dieses Buch bestellen und von daher ist es Werbung. Zudem habe ich dieses Buch freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich es euch vorstellen kann. Ihr bekommt trotzdem ganz ungeschminkt und ungeschönt meine Meinung zu dem Buch. Ja, wäre es nicht eine tolle Vorstellung, wenn man einfach beim Universum sich etwas bestellen kann und es wird geliefert? So ganz ohne Rechnung, die man dafür auch noch bezahlen muss. Und der Lieferservice kommt garantiert und bringt das Gewünschte vorbei. Wäre doch eine super Idee. Wäre doch viel schöner wie ein Genie, der aus einer Flasche kommt. Die kann einem geklaut werden. Und sind wir ehrlich? Diese kleinen süßen Feen, wie wir sie aus dem Märchen kennen, die haben leider auch meistens das Handicap, dass um 1 Uhr der Zauber wieder vorbei ist und dann steht man da mit einem Schuh nur und hat keinen Prinzen. Besser wäre es doch, man nimmt das selber in die Hand, man sagt, liebes Universum, ich möchte das und das haben. Leider funktioniert es meist nicht und darum gibt es dieses Buch unter anderem, das uns hilft, ja, die Tücken dieses Nichterfüllens auszuklammern. Was ich an diesem Buch unheimlich gut finde, ist, dass es spielerisch mit dem Thema umgeht. Das heißt nicht, dass es lächerlich ist oder naiv. Nein, versteht mich richtig, locker. Das Wort ist locker, mit dem Universum halt umzugehen. Ja, die Vorreiter waren ja so große Namen wie Dr. Joseph Murphy, Napoleon Hill oder in Deutschland wurde das ganze positive Denken oder die Wunscherfüllung ganz konkret durch Bärbel Moser publik gemacht. Dann haben andere noch nachgezogen, wie Pierre Frank zum Beispiel, den ich eigentlich nur als Schauspieler mal auf der Bühne gesehen habe, aber von dem kenne ich auch keine Bücher. Nur der Ordnungshalber ist, ich weiß nicht, wer da noch momentan Bücher geschrieben hat. Das sind aber, glaube ich, so die großen Namen. Ja, hier geht es halt darum, dass man sagt, ich möchte etwas bestellen. Und diese Bestellung sollte manchmal auch gar nicht ernst gemeint sein. Einfach nur mal, um zu gucken, macht das Universum das, was ich mir wünsche, liefert es. Und dann sollte man sich auch bedanken. Und man nimmt dann zum Beispiel so etwas wie einen roten Luftballon. Ein roter Luftballon, wir wissen es alle, ist nicht lebenswichtig. Es ist aber eine gute Übung und man hat Spaß dabei. Okay, wenn man Nena heißt, dann wird die Bestellung ein bisschen größer, dann müssen es 99 sein. Da also nicht nur Nena, es ist auch mittlerweile, gerade roter Luftballon steht für Horror. Okay. Wegen stimmt. Stimmt. Also ich möchte bitte nicht Pennywise hinterher okay, dann wünschen. Stellt euch einen pinkfarbenen oder einen gelben Luftballon, ganz wie ihr möchtet. Finde ich viel sympathischer mittlerweile als rote Luftballon. Das stimmt, da hat die Autorin nicht dran gedacht, ich habe da nicht dran gedacht, aber Sina liest gerade es, von daher ist das natürlich gerade in ihrem Kopf mega präsent. Ja, ich zeige euch auch und ich mal. Kann deswegen auch gerade auf einen roten Luftballon echt verzichten. Ich zeige euch einmal, von innen ist das Buch halt auch so aufgemacht. Ihr könnt hier zum Beispiel auch etwas eintragen. Ihr könnt das natürlich übernehmen und in eine Kladde schreiben oder wo immer ihr das möchtet. Wir schreiben ja nicht gerne in Bücher rein. Ja, ich schreibe nicht so gerne in Bücher rein. Malen tue ich gerne in Büchern, das heißt mit meinem Textmarker. Da markiere ich mir auch gerne mal Stellen. Hier war ich ganz artig, das war mir zu schade. Ich habe das dann gleich in mein Lesetagebuch so übertragen. Ja, was mir daran also wirklich gut gefällt, das ist halt, dass es dem Leser auch wirklich klar gemacht wird, du musst locker damit umgehen. Stellt euch jetzt wirklich vor, ihr bestellt irgendetwas bei einem Online-Händler meinetwegen, das ist ja schon fast wie ein Universum. Also zumindest, man hat ja den direkten Kontakt, meist nicht. Und ich will mir da mal meinen Traumpartner bestellen. Bei Amazon, ne? Genau. Kriegst du eine Kuchenform, ja, und kannst du dir einen backen. Aber letztendlich, ihr möchtet einen Partner haben. Wie mache ich das jetzt? Und wenn ihr verkrampft seid, wenn ihr sagt, der muss jetzt aber kommen und warum kommt der nicht? Und tausendmal der Anruf, wo bleibt der denn? Ja, geht die Tür zu und ihr werdet lange warten. Es ist also wichtig, dass man viel Freude da reingibt, dass man locker mit dem Thema umgeht.
dass man sich vorstellt, wie es eigentlich schon fast ist, wenn er da ist. Aber wie gesagt, locker heißt hier das Zauberwort. Das Zauberwort für die Bestellung, damit sie funktionieren. Und Vertrauen. Das ist der nächste große Punkt. Ihr müsst vertrauen. Ihr müsst vertrauen, dass das jetzt für euch geregelt wird. Und lasst dem Universum auch ein bisschen Spielraum. Sagt nicht, der Mann muss 1,95 groß sein. Er sollte so aussehen wie Alexander Skarsgård und er soll Eric Norseman gespielt haben. Das ist dann schon sehr direkt. Alexander Skarsgård, der vor der Tür stehen sollte, kann funktionieren. Naja, gut. Aber auch da haben wir natürlich noch Spielraum, weil wenn du einen so großen Mann hast, der Eric Norseman gespielt hat, wie viele Leute sind Cosplayer zum Beispiel? Okay, gut. Aber ich meine... Oder er hat nur mal im Rollenspiel mit seiner Ex-Freundin gerade mal den Eric Norseman gegeben. Okay, das finde ich dann aber schon ein bisschen Betuckerei. Aber gut, aber du hast natürlich recht, das Universum außerdem nimmt kann man, uns schon beim Wort. Außerdem kann man sich bestimmte Personen auch bestellen. Nur die Frage ist, für wie wahrscheinlich hält man es, dass genau diese Personen auch kommen? Erstens, für wie glaubhaft nimmt man es selber? Und das andere ist halt, wenn ich natürlich zweifle, okay, ich weiß, eine Freundin würde sich jetzt sofort Harrison Ford bestellen. Han Solo sollte es sein, möglichst auch noch in der jungen Form. Das wird richtig schwierig. Aber sind wir ehrlich, wir haben Bekannte und Freunde, die sich Promis bestellt haben und die sie auch bekommen haben. Nur ob sie dann wollten, war eine andere Frage. Genau, es ist ja nicht so gut. Ich meine, sie hatten die Chance. Sie hatten die Chance. Aber ich da war beiderseitiges Interesse. Ja, aber ich glaube, es ist einfach besser, dem Universum vielleicht ein bisschen Spielraum geben. Wenn ihr ein neues Auto haben wollt, dann vielleicht nicht sagen, es sollte der schwarze Firma XY sein und der sollte die und die Innenausstattung haben. Könnt ihr machen. Dauert vielleicht auch manchmal ein bisschen länger, vielleicht wird auch prompt geliefert. Aber vielleicht wärt ihr viel glücklicher, wenn ihr ein ähnliches Auto hättet, das vielleicht noch ein paar Extras mehr hat, die ihr gar nicht gedacht weiß ich habt. Nicht, da gehen die Meinungen total auseinander. Ob man sich, manche sagen, du sollst es dir so detailliert wie möglich bestellen. Das sind die ganzen Manager, erfolgreichen Leute, die das tun. Ja, und dann gibt es wieder die Fraktion, die sagt, halt es vage, aber die ist nicht so erfolgreich wie die andere, würde ich mal haltet sagen. Haltet es vage in dem Moment, wo ihr jetzt nicht wirklich euren mega Wahnsinns-Herzenswunsch habt. Aber ihr gebt dem Universum halt damit Spielraum. Es könnte euch jetzt, bleiben wir bei dem blöden Beispiel mit Eric Norseman, dem Vampir, den wir alle schätzen. Vielleicht bekommt ihr jemanden, der ähnlich ist, der von der Art so ist, der vielleicht viel, viel besser aussieht als Alexander Skarsgård, vor allen Dingen, der viel besser zu euch passen würde. Und das ist so diese Sache, da muss man sagen, okay, gehe ich das Risiko, ich bestelle mir jetzt genau das. Und dann kriege ich das und bin vielleicht unzufrieden. Oder sage ich, Universum, du kennst mich eigentlich viel besser. Ich möchte jemanden, der die und die Qualitäten vielleicht hat. Das bleibt euch natürlich offen, das müsst ihr selbst entscheiden, was ihr da tun wollt. Also wie gesagt, ich mag an dem Buch halt, dass man ja was ausprobieren kann. Und vor allen Dingen, Theorie ist immer schön, Praxis ist viel besser. Und durch diese kleinen Aufgaben, die die Autorin hier jetzt ja auch stellt oder die sie halt als Gedankenanregung gibt, dass man das einfach mal ausprobieren kann, denke ich, stärkt man das eigene Vertrauen bei Kleinigkeiten sich zu bestellen. Es ist ja auch nicht so, wenn man sagt, ich möchte heute einen Elefant sehen. Bedeutet das nicht, dass auf einmal so ein großes graues Tier mit einem langen Rüssel und großen Ohren vor euch steht? Dieser Elefant kann eine Zeichnung sein. Der Elefant kann euch in einem Film begegnen. Der Elefant kann natürlich auch gerade über die Straße laufen. Aber ihr werdet garantiert an diesem Tag Minimum einen Elefanten zu sehen bekommen. Du hast den Elefantenschal geholt. Genau. Ich war gerade in dem Moment, glaube ich, bei diesem Gedankenexperiment. Ich weiß nicht, ob es ein Elefant oder ein Kamel war. Wir haben beides bekommen. Wir haben beides bekommen, stimmt. Aber ich hatte mich für den Elefant eigentlich entschieden. Gott, du hast ja sogar noch das Kamel-T-Shirt gekriegt. Stimmt. Das fällt mir jetzt im Nachhinein genau, erst ein. Vielleicht hilft es schon, wenn man es einfach nur liest. Ich habe jedenfalls einen Elefantenschal noch an dem Tag bekommen und eine Freundin hatte sich eine Kamelkanne gekauft und ich habe ein T-Shirt bekommen noch mit einem Kamel drauf.
Ja, so kann es gehen. Also das Universum nimmt einen natürlich auch beim Wort. Das heißt, man sollte sich bei Überraschungen vielleicht doch eine positive Überraschung wünschen und nicht die Überraschung April, April und man kriegt den Schreck seines Lebens. Ja, wie gesagt, es liest sich sehr, sehr gut, also leicht verständlich, locker flockig, mit vielen Anregungen. Mir hat es also wirklich sehr gut gefallen. Es macht halt Mut, mal wieder dem Universum zu vertrauen, dem eigenen Bauchgefühl auch ein bisschen nachzugehen und sich einfach mal was zu wünschen und sich das Leben ein bisschen schöner zu machen. Okay, wenn ein Tipp? Ein Tipp von mir, wenn ihr jetzt wirklich Neulinge in diesem Gebiet seid und es einfach mal ausprobieren wollt oder euch in die Materie reindenken wollt, würde ich euch als allererstes den Film The Secret empfehlen. Der ist auch im Moment auf Netflix, weil ich finde, der ist eine Motivationsspritze. So, natürlich amerikanisch, aber ich stehe auf das amerikanische Machwerk, tut mir leid. Danach würde ich sagen, holt ihr euch dieses Buch, weil es praktisch ist und euch erstmal Vertrauen in die Kleinigkeiten gibt. Und gebt dann nochmal Geld aus und holt euch von Abraham Hicks Law of Attraction, weil ich von Hicks total begeistert bin und es ja auch, wie gesagt wird, es ist das Geheimnis hinter dem Geheimnis. Da ist mir unheimlich viel klar geworden. Nicht, dass ich es jetzt schon alles durchschaut hätte, aber ich finde eigentlich die Reihenfolge, diese drei Sachen fände ich als Einstieg richtig, richtig gut. Und das ist übrigens ein super Einstiegsbuch, vor allen Dingen, wenn ihr einfach mal spielerisch rangehen wollt, wenn ihr auch nicht dran glaubt, aber einfach mal damit spielen wollt. Vor allen Dingen, es macht euch ganz klar, umso mehr ihr verkrampft, umso weniger werdet ihr bekommen, umso weniger kann das Universum liefern, euch überraschen, euch begeistern. Und das ist... Dafür ist dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Ja, und dazu wäre jetzt eigentlich auch alles gesagt. Vertraut also nicht hier darauf, dass irgendwann die gute Fee erscheint. Nehmt euer Glück selber in die Hand. Wünscht euch mal was beim Universum. Probiert euch einfach aus, was alles möglich ist, wenn man mit diesen Dingen arbeitet. Und bei uns ist einiges möglich geworden. Ich freue mich auch darüber, dass ihr uns auch immer wieder schreibt, wann das Universum geliefert hat. Wir reden ja auch oft im Podcast darüber. Das ist ja auch eines unserer Hauptthemen jetzt seit einiger Zeit. Und ja, es sind wirklich Wunder möglich, Leute. Aber geht mit Freude ran, geht mit Begeisterung ran, habt einfach Spaß. Das ist ja auch das, was dieses Buch vermittelt. Habt einfach Spaß und ich glaube, ihr nehmt eure Umwelt wieder anders wahr. Natürlich sollt ihr nicht gucken, wo ist der Elefant denn jetzt? Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Das ist nicht gut. Hofft viel, aber erwartet es nicht. So ist es. Und lasst oder euch, doch erwarten schon, aber... ja, aber nicht so verkrampft. Erwarten, verkrampft. Lasst euch einfach überraschen, fangt mit an, mit dem Universum zu spielen und dafür ist dieses Buch eine gute Anleitung. So, und dann wünsche ich euch, dass eure Wünsche wahr werden, natürlich nur die, die für euch positiv sind. Bis zum nächsten Mal.